Es ist das El Clasico des Südens. Der TSV Walmdorf trifft am zweiten Spieltag auf den amtierenden Meister Jahn Regensburg Futsal. Wir starten mit einer ersten Freistoßvariante von Walmdorf ins Spiel. Schuss Cacic geblockt von Pörsch. Und dann geht's los. Suat Ak lässt hier 1, 2, 3, 4 Regensburger stehen und trifft in Spielminute 3 zum 1:0. Unglaublich, Suat Ak. Gulmarisch bekommt da den Ball noch zu fassen, verliert ihn dann wieder und dann macht er das Ding. Unglaublich. Walmdorf im ersten Teil des Spiels deutlich torgefährlicher als die Regensburger Offensive. Ball von Ribeiro, Lubitsch. Es bleibt bei der Torchance. Die Zuschauer in der Spechtwickhalle sehen immer wieder gute Torchancen und auch Regensburg nimmt immer mehr am Spiel teil. Aber dann der Hammer. Pless mit dem weiten Ball auf Ak. Und was macht der da? Eine unglaubliche Einlage von Suat Ak, die wir sicherlich noch ein paar Mal in dieser Saison im ein oder anderen Clip zu sehen bekommen werden. Am Ende sind es nur wenige Zentimeter, die diesen Fallrückzieher perfekt machen. Und Ak lässt nicht locker, scheitert hier aber am Keeper von Regensburg. Wir sind in der 9. Spielminute. Kennedy Ribeiro läuft an und Tor. 2:0 für Walmdorf. Kennedy Ribeiro mit dem Distanzschuss. Kurz darauf die Eckballvariante von Regensburg. Marquez, doch Philipp Bless ist zur Stelle. Angriff Walmdorf. Erneut Ak, der sich hier seinen Weg bahnt, aber leider am Tor vorbei. Wir springen in die 15. Spielminute. Ribeiro auf Söser. Der läuft an der Außenlinie entlang und trifft. Memos Söser mit dem 3:0 für Walmdorf. Regensburg nimmt daraufhin die Auszeit. Regensburg will immer wieder, aber scheitert an der Abwehr des TSVs. Dieses Spiel ist nichts für schwache Nerven, wie sich immer wieder durch Großchancen auf beiden Seiten zeigte. Dann die 18. Spielminute. Ballgewinn Regensburg und Marquinhos tut es Ribeiro gleich. Schuss aus der Distanz und Tor. Regensburg nähert sich dem TSV. 3:1 der neue Spielstand. Regensburg will, das merkt man, vor allem in Durchgang 2. Aber Walmdorf weiß das auch für sich zu nutzen. Und so ist es Ribeiro, der hier über Umwege das 4:1 schießt. Herzhafte Zweikampfaktionen und Torschüsse häufen sich und so langsam sollte dann Regensburg nachlegen, wenn man in Walmdorf doch noch Punkte holen will. 28. Spielminute, Marquinhos auf Herterich, Tor! Das junge Talent aus Regensburg mit dem Ball durch die Beine von Keeper Pless. 4:2. Söser findet darauf aber prompt die Antwort, der lange Ball von Ak und Tor! Söser trifft zum zweiten Mal an diesem Abend aus spitzestem Winkel. Beide Teams wollen, was die Halle immer wieder aufhorchen lässt. Regensburg nun mit Coach Kroll als Flying Goalkeeper. Tor!
Gustavo Pörsch mit dem 5:3. Die Gäste lassen sich noch nicht endgültig abschütteln. Und so ist 4 Minuten vor Spielende noch alles offen. Derwischai hat daran aber etwas auszusetzen. Er läuft an. 6:3 für Weilendorf. Regensburg spielt weiterhin mit Flying Goalkeeper, was immer wieder für die Gäste zur Gefahr wird. Doch der TSV kann diese an diesem Tag nicht mehr für ein Tor nutzen. Stattdessen nutzt Regensburg den Offensivvorteil und trifft hier zum 6:4. Das Duell hält die Halle weiter in Atem. Spätestens dann, als Nathan Soares auf 6:5 verkürzt. Jetzt wird's eng. Für Weimdorf sind nur noch wenige Sekunden auf der Uhr, die sich aber wie eine Ewigkeit anfühlen. Für Regensburg schwindet die Zeit dahin. Am Ende fällt kein weiterer Treffer. Das 11. Duell der Vereine endet mit einem 6:5 für den TSV, einem atemberaubenden Futsalabend und der Vorfreude auf das Rückspiel des El Clásico des Südens.